Diese Fotografie zeigt Maria Jerica in ihrer Glanzrolle als Tosca in Puccinis gleichnamiger Oper in den 20er Jahren. Sie ist damals bereits die Primadonna Assoluta der New Yorker Metropolitan Opera und eine international gefeierte Sängerin. Maria Marcellina Jetitzka wird in Brünn am 6. Oktober 1887 als fünftes Kind einer Handwerkerfamilie geboren. Mit 12 tritt die kleine Mitzi, wie sie genannt wird, in die Musikschule ihrer Heimatstadt ein und erhält erste Gesangsstunden. 2 Jahre später entdeckt sie der Gesangspädagoge Auspitzer. Bereits mit 15 erarbeitet sie Partien des jugendlich-dramatischen Sopranfachs. Um praktische Erfahrungen zu sammeln, tritt sie in den Chor des Brünner Theaters ein. Die junge Sängerin ist sehr scheu und lehnt jedes Vorsingen ab. Ihr Lehrer greift zu einer List. Vor einer Gesangsstunde versteckt er den Direktor des Olmützer Theaters im Nebenzimmer. Und so erhält die 18-Jährige ihr erstes Engagement. Die Jerica, der Familienname wird geändert, debütiert 1906 als Elsa in Wagners Lohengrin. Sie singt die Tannhäuser Elisabeth, Gounods Margarete und springt innerhalb weniger Tage als Saffi im Zigeunerbaron ein. Aber ihr Spiel, von der großen Darstellerin ist sie noch weit entfernt, lässt zu wünschen übrig. In Brünn heiratet sie 1907 den Industriellen Friedrich Wiener. Ihren Olmützer Vertrag lässt sie auslaufen, lehnt ein Angebot aus Dortmund ab und singt an der Wiener Volksoper vor. Rainer Simons, der erfolgreiche Direktor, engagiert sie. Jericas Wiener Debüt findet wieder mit der Elsa statt. Als Zweitbesetzung darf sie vorerst die Freischütz Agathe, die Senta im Fliegenden Holländer sowie die Margarete an der Volksoper singen. Zunächst bleibt sie unbeachtet. Erst 1909 hat sie in Neuinszenierungen von Margarete und Zigeunerbaron Erfolg. Und sie wird in Premieren zeitgenössischer, heute vergessener Werke wie in Quo Vadis eingesetzt. Bei den Operettenspielen in Bad Ischl, wo der Kaiser den Sommer verbringt, nimmt sein Engagement an. Erfolgreich singt sie die Rosalinde in der Fledermaus und wirkt in Werken Lehas mit, den sie hier auch kennenlernt. Ob der Kaiser tatsächlich Jericas Hofopernengagement anregt, wie es die Diva später gerne erzählt, bleibt ungewiss. Die Bekanntschaft mit dem großen Regisseur Max Reinhardt geht auf Jericas schauspielerische Ambitionen zurück. Unter seiner Regie singt sie Offenbachs Schöne Helena 1911 in München, allerdings ohne Erfolg. Im Orpheus in der Unterwelt, der zweiten Münchner Premiere, wird sie bejubelt. Nun ist sie auch als Helena gefragt. Reinhardt plant sogar eine große Tournee, aber Direktor Simons will das Werk selbst aufführen und gibt sein Ensemblemitglied nicht frei. Die entstehenden Differenzen machen die Jericer erstmals zum Stadtgespräch in Wien. Ihren ersten überragenden Erfolg hat die Jerica im selben Jahr in Giordanos Oper Sibirien als Stefana. Ihre Triumphe wird sie vor allem in den veristischen Werken von Puccini, Giordano und Mascagni feiern. Julius Korngold, der gefürchtete Rezensent der neuen freien Presse, bezeichnet sie als Primadonna der Volksoper, der sie wohl nicht mehr lange angehören werde. Bald darauf, im März 1912, debütiert die junge und attraktive Sopranistin an der Hofoper in Max Oberleitners Aphrodite. Hier trifft die Jerica 2 für sie wichtige Persönlichkeiten. Den Hofoperndirektor und Dirigenten Franz Schalk und den Regisseur Wilhelm von Wimmetal. In Stuttgart gestaltet die Jerica zum ersten Mal Musikgeschichte mit. In der Strauss-Uraufführung der Ariadne auf Naxos singt sie die Titelrolle. Max Reinhardt inszeniert, der Komponist dirigiert selbst. Es ist ein
Jerica wird klassische Größe attestiert. Strauss wird diese Urfassung aber noch bearbeiten. In ihrer letzten Saison an der Volksoper fühlt sich die Jerica schon ganz als Mitglied der Hofoper. Sie ist undiszipliniert und aufgrund mehrerer Verfehlungen muss Hofoperndirektor Hans Gregor die junge Sängerin im Namen seines Volksopernkollegen mehrmals nachdrücklich ermahnen. Schließlich wird der Wechsel Jericas an die Hofoper vorverlegt. Der geschickte Taktiker Simons erhält dafür die Aufführungsrechte für Wilhelm Kienzels Evangelimann. Die erste bedeutende Arbeit Jericas an der Hofoper ist die Mini in der Erstaufführung von Puccinis Mädchen aus dem Goldenen Westen. Dabei findet ihre erste Begegnung mit dem Komponisten statt. Mit dieser Puccini-Partie erklimmt sie die erste Stufe zur Primadonna. Ihr Bühnenpartner ist der berühmte Tenor Alfred Picaver. Jericas anfängliche Jahresgage beträgt 16.000 Kronen, heute etwa 800.000 Schilling. Aber schon bald wird der Kontrakt in einen Starvertrag umgewandelt. Nicht zuletzt wegen des Interesses der New Yorker Oper an ihr. Das Ereignis der Opernsaison 1916 wird die Aufführung der Ariadne-Neufassung, die die Jerica in Wien vorstellt. Im Jahr darauf wird sie mit 30 Jahren die jüngste Kammersängerin der Hofoper. Knapp vor dem Ende der Monarchie singt sie in zwei Erstaufführungen, die erst jetzt möglich sind. In der Jenufa von Leos Janacek und in der Salome von Richard Strauss, der letzten Premiere der Hofoper. ...1919 wird Baron Leopold Popper, ein Industrieller, ihr zweiter Mann. Im Oktober findet die einzige Wiener Strauss-Uraufführung mit der Frau ohne Schatten statt, in der sie die Kaiserin singt. Strauss ist damals Co-Direktor der Wiener Oper. Mit Puccinis Tosca hat sie in der Opernsaison 1920 einen sensationellen Erfolg. Es wird die Glanzrolle der Jerica. Mit dieser Partie hat sie bis in die 30er Jahre internationalen Erfolg. Dass seither die Arie im zweiten Akt auf dem Boden liegend gesungen wird, geht auf einen zufälligen Sturz Jericas bei einer Probe zurück, den der anwesende Puccini begeistert als Regieanweisung festhielt. In der Uraufführung von Korngolds Die tote Stadt feiert die Jerica einen weiteren Triumph. In der Rolle der Marietta zieht sie alle Register ihrer Darstellungskunst. Das Lied zur Laute ist vielleicht der letzte Hit der Opernliteratur. Ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York findet endlich im November 1921, ebenfalls mit der Marietta, statt. Der Durchbruch gelingt erst am zweiten Abend mit der Tosca. Maria Jerica bot eine Leistung, die dem überfüllten Haus den Atem nahm und Begeisterungsstürme entfesselte, heißt es in einer Kritik. Mit diesem Triumph stürzt sie ihre Konkurrentin Geraldine Ferrer, den bisherigen Star der Met. Nun ist sie die hochbezahlte Primadonna Assoluta. Maria Jerica wird für 11 Jahre Mitglied zweier Opernhäuser,
was ihr die Wiener Presse zum Teil übel nimmt. Mit der Turandot erwartet die Jerica eine der wichtigsten Erstaufführungen an der Met. Dieses letzte Werk, das Puccini für sie komponiert haben soll, ist nun fertiggestellt. Mit der neuen Rolle, die sie psychologisch gestaltet, begeistert sie, hier das Originalkostüm, auch das Wiener Publikum. Ihre letzte Strauss-Partie ist die Titelrolle in der ägyptischen Helena, deren Entstehungsgeschichte mit der Jerica verbunden ist und mit der sie 1928 in Wien auftritt. In ihrer letzten Met-Saison brilliert sie in Franz von Suppés Operette Boccaccio. Auch die leichte Muse gehört zu ihrem Repertoire. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise kann sich die Metropolitan Opera keine teuren Stars mehr leisten und so verabschiedet sich die Jerica im Februar 1932. Damit ist ihre Karriere als Primadonna Assoluta beendet. In Wien dreht sie unter der Regie von Wilhelm Thiele ihren einzigen Film, Großfürstin Alexandra. Paul Hartmann und Leo Slezak sind ihre Partner. Franz Leher schreibt die Musik. Es wird kein Erfolg. Der Film ist nicht das Metier Jericas. Im Oktober 1935 verabschiedet sie sich mit der Tosca vom Wiener Publikum. Sie heiratet zum dritten Mal und lebt nun mit William Sheehan, einem früheren Filmmagnaten in Kalifornien. Sie ist nach wie vor gefragt und gibt noch immer zahlreiche Konzerte. Nach dem Tod ihres dritten Mannes übersiedelt sie nach New York und heiratet Ende der 40er Jahre den Schirmfabrikanten Irving F. Seary. Sie besucht ihr geliebtes, nun zerstörtes Wien, spendet für den Wiederaufbau und nimmt an Wohltätigkeitsveranstaltungen teil. Bei ihren Nachkriegsgastspielen singt die Jerica, noch immer bejubelt, die Tosca, die Mini und die Santuzza und wohnt wieder in ihrem Haus in Unterach. Endgültig von der Bühne verabschiedet sich die Jerica, mittlerweile 66, im Herbst 1953 mit ihrer legendären Tosca. Nach dem Tod ihres vierten Mannes widmet sie sich nur noch der Förderung junger Talente und gesellschaftlichen Aktivitäten. Maria Jerica stirbt am 10. Juli 1982 im Alter von 94 Jahren in Orange in den USA. Mit Maria Jerica verliert die Musikwelt eine überragende Sängerin, die mit ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit das Repertoire der Opernhäuser von Wien und New York prägt.